Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Mekional am Montag, den 9. Mai, in der zumindest wettertechnisch gesehen ersten Sommerwoche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf! Ein wirklich traumhaftes Wochenende liegt ja nun hinter uns und der ein oder andere ist nun auch im Besitz seines ersten Sonnenbrandes. Ja, und nicht nur das Wetter sorgte dafür, dass selbst die Stubenhocker aus ihren Behausungen kamen, sondern auch die zahlreichen Veranstaltungen stellten Besuchermagnete dar. Bestes Beispiel war wieder einmal das Burgfest in Wolkenstein. Frank Langer hat sich unter die zahlreichen Besucher gemischt und hier ist sein kurzer Stimmungsbericht. Die Bergstadt Wolkenstein war zur Himmelfahrt inzwischen zum 25. Mal Gastgeber für das bekannte und beliebte Burgfest. Dabei wurde den vielen hundert Besuchern wieder ein abwechslungsreiches Programm, das diese in längst vergangene Zeiten zurückversetzte, geboten. Allerdings für ein 25. Burgfest erstaunlich normal, denn besondere Höhepunkte gab es nicht. Im Gegenteil, im Innenhof von Schloss Wolkenstein gab es dieses Jahr sogar eine Bühne weniger. Dennoch, der Andrang vor allem im Außenbereich war groß. Musikalisch gaben sich verschiedene Gruppen ein Stelldichein ein. Auf dem Markt eine böhmische Dixie-Band. Auf dem Schlossplatz eine Schalmeinkapelle aus dem Vogtland. Und neben der Kirche ein Fanfarenzug. Die Bühne im Schlossgarten war den Mittelalterklängen bzw. Gruppen, die sich dem widmeten, vorenthalten. Ritterspiele und eben als solch gekleidete waren selbstverständlich auch zum Burgfest zu finden. Aber nicht nur das Schwert ist schwer, bestimmt auch das. Nein, das ist natürlich kaltgewalztes Alublech von 0,5 mm. Quatsch. Das glaube ich da jetzt nicht ganz. Nein, im Schnitt 1,5er Stahlblech, 28 Kilo die Rüstung. Und das macht auch am Abend noch Spaß, das zu tragen? Also die längste war bis jetzt mal 12 Stunden, die wir mal getragen haben am Stück. So, ich habe die Rüstung seit 12 Jahren. Müssen wir jetzt weiterreden? Das leibliche Wohl wurde zudem mit Wein, Met und allerlei Köstlichem aus der Pfanne befriedigt. Und es war ja auch Männer- bzw. Vatertag. Der ein oder andere erlebte das Treiben in Wolkenstein, aber nur noch kurz bzw. am Rande. Marsch! Zum Fest gehört auch ein Umzug, der mit Schaustellern und Kapellen durch die Stadt geführt wird. Und nur hier wird ein Bürgermeister an den Pranger gestellt. Wolfram Liebing nimmt sich selbst zum Glück nicht so ernst
und ist nach wie vor auch für ein Späßchen zu haben. Schön, genau. Bier schmeckt. Gefeiert wurde noch bis Sonntag. An den anderen Tagen ist naturgemäß weniger los im Ort. Das 25. Burgfest gab es am Himmelfahrtswochenende in Wolkenstein. Immer wieder ist in den Nachrichten von Unfällen wegen unangepasster Geschwindigkeit zu hören. Die Verkehrswacht ist mit einer Aktion an verschiedenen Unfallschwerpunkten vor Ort, um die Verkehrsteilnehmer auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Wir haben uns an einem solchen Unfallschwerpunkt mal mit umgeschaut. In vielen Orten sieht man ein Lächeln aufleuchten, wenn man die angegebene Geschwindigkeit einhält. So auch die meisten Fahrer auf dem Weg zur Drehbacher Grundschule, wo höchstens 30 gefahren werden darf. Die Gebietsverkehrswacht hatte dort an einem ganz normalen Morgen Stellung bezogen. Nach der Hauptverkehrszeit in diesem Bereich wechselte das Team den Standort. In Wiltsch bzw. kurz vor dem Ortseingang von Gelenau wurde das Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt. Erlaubt sind hier 50 km pro Stunde. Dort ereignen sich immer wieder recht schwere Unfälle. Deshalb steht das Ortseingangsschild auch einige Meter vor der Linkskurve, die es in sich hat. Neben zum Glück glimpflich abgelaufenen Einschlägen im Zaun, in der Hecke und vor Jahren am Balkon kam es auch schon zu einem tödlichen Unfall an der Brücke über die Wiltsch. Im Gegensatz zur 30-Zone vor der Grundschule fahren hier die wenigsten, wie sie dürfen. Deshalb arbeitet die Gebietsverkehrswacht an solchen Stellen mit den Gemeinden zusammen. Von der Gebietsverkehrswacht Marienberg haben wir dieses mobile Geschwindigkeitsanzeige jetzt schon mehrmals in Betrieb gehabt, hauptsächlich vor Schulen, was so das Hauptmetier ist. An dieser Stelle im Ortsteil Willichtal, Willich, von Drehbach aus gesehen, Venusberg kommend, ist eine Gefahrenstelle. Hier ist Ortseingang und kurz danach haben wir jetzt diese Sache positioniert, wollen das mal 7-8 Stunden stehen lassen. Nach den ersten 5 Minuten hatten wir bereits jemanden mit 84 km/h und es wirkt aber trotzdem und ich bin immer wieder der Meinung, dort wo ein lachendes Gesicht rauskommt, kommt auch ein lachendes Gesicht rein und das ist der Zweck dieser Sache. Und ich kann nur allen Gemeinden auch noch mal anbieten, wenn sie dieses Gerät irgendwo zum Einsatz mal über die Verkehrswacht einsetzen wollen, dass dieses machbar ist, wenn wir uns dann in Verbindung setzen. Und wenn es die Zeit erlaubt, wäre ich gerne bereit, das auch im ehemaligen Kreisgebiet Marienberg-Tschobau zum Einsatz zu bringen, um die Wirkung des Positiven herbeizuholen. Der Smiley scheint zu wirken. Zumindest wird an diesem Tag die Geschwindigkeit noch rechtzeitig reduziert. Vielleicht bleibt das in den Köpfen hängen und hier wird öfters so gefahren, wie es sein sollte, damit solche Lücken in der Hecke und im Zaun künftig unterbleiben. Liebe Zuschauer, neue Woche, neue Aufgaben, neue Thementage. Nils Schubert hat sich mit den heutigen und wieder außergewöhnlichen Tagen beschäftigt. Am 9. Mai wird alljährlich der Tag der verlorenen Socke zelebriert. In Brasilien ist es übrigens der Tag des Orgasmus. Der Tag der verlorenen Socke wurde erstmals 1998 von zwei Britannierinnen ins Leben gerufen. Man soll den in zum Beispiel Waschmaschinen oder Trocknern verschwundenen Socken und deren jetzt einsamen Partnern gedenken. Der Tag soll gleichzeitig eine Anklage gegen die Übeltäter wie Waschmaschinen oder Trockner sein. Aber warum verschwinden die Socken? Um diese Frage ranken sich viele Mythen und Legenden. Es ist von sockenfressenden Monstern oder auch Teilchenbeschleuniger-Waschmaschinen die Rede, die einzelne Socken in die Weiten des Alls verschießen. Die einzige wissenschaftliche Erklärung ist, dass fast ausschließlich in Frontladern die Socken bei Überladung zwischen die Gummidichtung und die Glasscheibe der Klappen gezogen werden. Danach wickelt sich die Socke um den Heizstab der Maschine und löst sich Wäsche für Wäsche auf. Lösung dafür wäre ein Waschnetz für Kleinteile wie zum Beispiel BHs. Wichtig ist heute auch der Europatag.
An diesem Tag gedenkt man der sogenannten Schumann-Rede, welche als Grundsteinlegung der heutigen EU gilt. In dieser stellte 1950 der damalige französische Außenminister Robert Schumann seine Vision von einer gemeinsamen, europaumfassenden Organisation vor. Ein Jahr später wurde dann die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gegründet. Erste Beitrittsländer waren Belgien, die damalige BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Diese Gemeinschaft gilt auch heute noch als Vorform der jetzigen EU. Deswegen haben heute auch die Angestellten in allen EU-Organisationen frei, außer die Mitglieder im Europaparlament, das auch heute tagt. Die Kosovaren haben heute auch einen Grund zu feiern. Der Europatag ist bei ihnen nämlich gesetzlich vorgeschriebener Feiertag. Obernhau, Motorrad und Pkw kollidierten in Kurve. Am Sonntag gegen 14.10 Uhr befuhr der Fahrer eines Kraftrades Yamaha die B171 von Pfaffroda kommend in Richtung Halbach. In einer Linkskurve kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Ford, wodurch der Biker stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen. Der Ford-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Pockau-Lengefeld, auf Pkw aufgefahren und schwer verletzt. Die Annaberger Straße in stadteinwärtiger Richtung befuhren am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr ein Pkw Citroën und ein Grad Honda. Auf der Höhe des dortigen Umspannwerkes musste die 44-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt stoppen. Der dahinterfahrende Biker fuhr auf und wurde schwer verletzt. Während er ins Krankenhaus kam, blieb die Citroën-Fahrerin unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 5.000 Euro. Tja, und auch morgen wird selbstverständlich wieder geblitzt. Und die Geschwindigkeiten werden am Dienstag in Scharfenstein, Bahnhofstraße und in Pockau, Olbernhauer Straße kontrolliert. Und darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also genau dort, wo der graue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Ja, und folgende Straßen sind wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Ab heute ist die Straße Niederdorf im Marienberger Ortsteil Lauterbach bis voraussichtlich 1. Juni voll gesperrt und ab morgen bis 12. Mai die Zugstraße in Pobersau. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Eine Grundregel für Fotografen lautet Sonne lacht, Blende 8. Und ob morgen auch diese Einstellung Anwendung findet, das verrate ich Ihnen jetzt hier im Wetter. Im Anbetracht des Wetters könnte der Eindruck entstehen, dass der Sommer 2016 schon jetzt Einzug hält und gleichzeitig bleibt nur zu hoffen, dass er nicht jetzt schon sein ganzes Pulver verschießt, liebe Zuschauer. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel leicht bewölkt. Die einzelnen Quellwolken vom Nachmittag sind dann auch wieder in sich zusammengefallen und verschwunden. Mit Regen ist nicht mehr zu rechnen. Dafür steht auch das Niederschlagsrisiko von unter 10%. Die Temperaturen liegen über 10, nicht Prozent, sondern Grad Celsius. In Olbernhau als Spitzenreiter werden zwischen 11 und 15 Grad. In Marienberg zwischen 11 und 13 und in Schobau werden zwischen 11 und 14 Grad erreicht. Der Wind weht leicht aus Osten mit um die 10 Stundenkilometer. Morgen am Dienstag wird mit der wärmste Tag der Woche. Der Himmel zeigt sich im Großen und Ganzen leicht bewölkt. Im Tagesverlauf können sich aufgrund der Temperaturen örtlich einige Quellwolken bilden, die dann wiederum mit Gewitter einhergehen. Ja, nicht nur die Sonne strahlt bis zu 12 Stunden, sondern auch die Gesichter beim Blick auf die Thermometer. Pfaffroda werden zwischen 11 und 22 Grad, Zöblitz zwischen 9 und 19 und in Borstendorf werden zwischen 10 und 22 Grad angezeigt. Der Wind weht mit 19 und in Böen bis zu 50 Stundenkilometer aus Südosten. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Mittwoch wird ebenfalls ein wunderbarer Tag mit einem leicht bewölkten Himmel und Sonne satt.
Auch zur Wochenhalbzeit besteht ein gewisses Gewitterrisiko. Tja, ansonsten wird es trocken bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 22 Grad und der Wind weht böig aus Osten. Am Donnerstag steigt dann die Gewitter- und Schauerneigung. Der Himmel zeigt sich wolkig. Ja, einen Schirm sollten Sie vorsichtshalber besser immer mit dabei haben. Das Quecksilber klettert auf 12 bis 19 Grad bei einem leichten Wind aus Osten. Mehr vom Wetter, liebe Zuschauer, gibt es dann morgen hier bei uns. Tja, das war der Montag, liebe Zuschauer. Das war Megional am Montag. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle. Wenn Sie denn mögen, ich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder begrüßen kann. Damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Thank you.